CSU, der Kollege Dr. Stefan Heck. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, schon der Tagesordnungspunkt, den wir an dieser Stelle beraten, klingt in seiner vollen Länge sehr kompliziert. Aber das Gesetz, das wir heute beschließen, ist für das kulturelle Leben und den Schutz von geistigem Eigentum viel wichtiger als dieser sperrige und technische Begriff vermuten lässt. Und es ist gut, dass wir heute oft ganz einfach auf Inhalte schnell und unkompliziert digital zugreifen können. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir mit einem Mausklick oder einem Fingertipp auf das iPhone in Urheberrechte eingreifen. Das ist legal und das ist auch in Ordnung so. Und die Urheber müssen hinnehmen, dass Werke zum privaten Gebrauch auch kopiert und vervielfältigt werden. Aber wir dürfen eben auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass diese Werke oft das Ergebnis von jahrelangen Bemühungen und nicht selten von harter Arbeit sind. Wir sind als Industrieland daran gewöhnt, dass wir den Wert einer Sache an der Fertigungstiefe, an der Gegenständlichkeit festmachen. Und wir haben eine sehr komplexe Dienstleistungswirtschaft, die wir wertschätzen. Aber es kommt hinzu, wir können als Land der Dichter und Denker, als Kulturnation im Zeitalter der Digitalisierung den kreativen Schöpfungsprozess und den Schutz geistigen Eigentums gar nicht hoch genug schätzen. Wir wollen, dass Kreative und Urheber über die Verwertungsgesellschaften weiterhin eine solide wirtschaftliche Grundlage für ihre Arbeit haben. Und damit leisten wir mit diesem Gesetz heute einen ganz wichtigen Beitrag. Dieses Gesetz dient der Umsetzung einer europäischen Richtlinie. Wir haben das eben schon gehört. Damit wird ein weitgehend einheitlicher europäischer Rechtsrahmen gesetzt für eine Tätigkeit, die ohnehin meist grenzüberschreitend stattfindet. Und ich glaube, man darf an dieser Stelle schon erwähnen, dass Vorlage für diese europäische Richtlinie unser bewährtes deutsches Wahrnehmungsrecht war. Und bei der Umsetzung haben uns zwei Gedanken ganz besonders geleitet. Erstens, wir möchten dieses bewährte deutsche Wahrnehmungsrecht erhalten und behutsam weiterentwickeln. Und zweitens möchten wir denjenigen Spielraum, den die Richtlinie uns gibt, zugunsten der Teilhabe- und Mitwirkungsmöglichkeiten der Urheber nutzen und gleichzeitig eine möglichst weitgehende Satzungsautonomie für die Verwertungsgesellschaften ermöglichen. Und Sie haben es angesprochen, der umstrittenste Punkt in diesem Gesetz war die Regelung zur Geräteabgabe bei der Privatkopievergütung. Wir werden heute die Schiedsstelle, Kollege Fliesek hat es erläutert, ermächtigen, künftig eine Sicherheitsleistung anzuordnen. Und auf der anderen Seite hat der Schuldner die Möglichkeit, diese durch Zahlung einer angemessenen Teilleistung auch abzuwenden. Wir glauben, dass das eine ausgewogene Regelung auch im Lichte von der Eigentumsfreiheit unseres Grundgesetzes ist, die den oft sehr langen und manchmal endlos erscheinenden Weg bis zu einem befriedigenden Ergebnis dieses Verfahrens erheblich beschleunigen wird. Wir wissen dabei, dass alle Beteiligten, die schon derzeit an diesem Prozess mitwirken, ganz erhebliche Anstrengungen unternehmen. Das gilt für die Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt, das gilt für das Oberlandesgericht in München und alle weiteren Beteiligten. Und wir sind, da glaube ich, sind wir auch zusammen in der Koalition, der Überzeugung, dass das, was wir heute beschließen, noch nicht das Ende dieser Diskussion sein kann. Wir werden uns dieses Gesamtpaket noch einmal in aller Ruhe anschauen müssen und damit meine ich sowohl das materielle Recht wie auch das Verfahren. Und zwar bis hin zu der Frage, auch das haben Sie angesprochen, ob am Ende das Bundespatentgericht am Standort München mit seiner Kompetenz nicht möglicherweise die sachnähere Eingangsinstanz für diese Verfahren ist. Und parallel zu diesem Gesetzesvorhaben, das wir heute beschließen, hat uns aus der Rechtsprechung zunächst vom Europäischen Gerichtshof und dann in der letzten Woche vom Bundesgerichtshof eine Entwicklung erreicht, die wir heute nicht unkommentiert lassen können. Und deswegen haben wir uns gemeinsam auf eine Entschließung zu diesem Thema verständigt. Zunächst hat der EuGH und schließlich der Bundesgerichtshof entschieden, dass die jahrzehntelange und bewährte Praxis der paritätischen Ausschüttung der VG Wort an Autoren auf der einen Seite und Verleger auf der anderen Seite so nicht mehr rechtskonform ist.
Dieses Urteil, liebe Kolleginnen und Kollegen, das steht in einem Gegensatz zu dem guten und partnerschaftlichen Miteinander von Urhebern und Verlegern. Es bringt viele Verlage in eine teilweise ganz dramatische wirtschaftliche Schieflage. Wir haben dieses Urteil nicht zu kritisieren als Gesetzgeber und wollen hier auch keine Gerichtsschelte betreiben, aber ich glaube schon, dass wir sagen können, dass der Deutsche Bundestag sehenden Auges eine solche Regelung niemals beschlossen hätte. Es gab und gibt für eine solche Regelung keine politische Mehrheit. Und deshalb ist es an uns, diese Entwicklung nun auch möglichst zügig zu korrigieren und der gemeinsamen Überzeugung der ganz großen Mehrheit in diesem Hause Ausdruck zu verleihen und eine Beteiligung von Autoren und Verlegern weiterhin zu ermöglichen. Wir wissen, dass dies abschließend nur auf europäischer Ebene geschehen kann. Aber das wird seine Zeit dauern. Und deshalb werden wir die Urteilsgründe in aller Ruhe analysieren und dann zügig uns über eine nationale Regelung unterhalten, die diese unerträgliche Schieflage beseitigt. Meine Damen und Herren, unterm Strich, dieses Gesetz stärkt die Rechte der Urheber. Es ist ein gutes Gesetz und ich kann das Lob für die gute Zusammenarbeit zurückgeben. Es ist, lieber Herr Fliesig, auch deshalb ein gutes Gesetz, weil wir es an Ihrem 42. Geburtstag gemeinsam schlussverhandelt haben. Es ist heute ein guter Tag für die Kreativität und den Schutz des geistigen Eigentums in unserem Land. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Renate